Danke für euer Kommen. Danke, aber natürlich auch an die Leute, die hier im Hintergrund solche Abende kreieren. Vom Licht, vom Ton, von den Leuten, die sowas planen. Unsere Backliner, Rigger, Busfahrer, Securities, ich meine Köche. Unglaublich viele Leute. Ich glaube, wir sind mit über 200 Leuten unterwegs. Und die reißen sich hier wirklich jeden Abend den Arsch auf. Und die haben sich einen fetten Applaus verdient. Vom DOSC, da sitzen sehr, sehr coole Jungs und Mädels drin, super engagiert, mit einer coolen Idee, einfach mal was Gutes tun in der Nähe, da wo Hilfe gebraucht wird. Wenn ihr Bock drauf habt, checkt die Leute in den Bus mal ab und fragt mal, was sie so machen. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Place für euch und ihr habt auch Bock, euch ein bisschen zu engagieren. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, gerade in diesen Zeiten, es waren 2,5 harte fucking Corona-Jahre und jetzt ist auch alles noch schräg. Und ich denke mal, wir brauchen aneinander. Egal, an was ihr glaubt, woher ihr kommt, welchen Background ihr habt, wir sind fucking Menschen. Und wir lassen uns nicht auseinanderreden von keinem Parteiengequatsch, von keinem Impfgequatsch oder sonst irgendwas. Wir halten zueinander und wir haben Respekt voreinander. In diesem Sinne, ein bisschen außergewöhnlich auf dieser Tour, nichts ist für die Ewigkeit.